überrempeln. Aber Bella nicht immer überrempeln. Bella wird fast von uns überrempelt. Hi bei Juli Boots on Tour. Diesmal sind wir wieder unterwegs. Keine Messevideos, keine Vorstellung von Produkten, sondern jetzt geht es mal wieder um einen Campingplatz. Und wo sind wir? Mecklenburgische Seenplatte. Das spricht schon mal dafür, dass es geil ist. Und ihr seid dabei. Jetzt geht's los. Das Anschauen der Videos auf diesem Kanal kann süchtig machen und dazu führen, dass ihr unbedingt abonnieren wollt, um in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ist da nicht schlimm. Außerdem ist so ein Abo umsonst. Also abonnieren nicht vergessen. I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it, you took it. Took away my loneliness, oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, together, together is always better. I don't want to be parted. You're making me wholehearted. You're making me wholehearted. We jumped off the subway leading nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is all. Caravan und Wohnmobilplatz Userina Mühle. Hier ist die Einfahrt. Hier ist auch gleich eine Bushaltestelle. Userina Mühle. Keine Ahnung, wo ihr hinfahren könnt. Und was auch ganz praktisch ist, ein Briefkasten. Ja, hier ist die Straße, wo wir gekommen sind. Und dann schwenke ich mal langsam hoch, dann fahrt ihr rechts rein und dann habt ihr hier eine ziemlich steile Auffahrt. Aber ist zu schaffen, weil oben stehen Wohnwagen und oben stehen Wohnmobile. Also dürfte es kein Problem sein. Fahren wir mal hoch oder laufen wir mal besser gesagt hoch. Hier steht 2018. Also unterstelle ich einfach mal, dass 2018 dieser Campingplatz hier fertiggestellt wurde. Wenn es anders ist, müsst ihr mich korrigieren. Hier ist so ein schönes Häuschen. So ein bisschen auf Klinker- und Fachwerkoptik gemacht. Und hier ist gleich die Rezeption Userina Mühle. Hier sind wir gestern ziemlich spät angekommen. Eigentlich 18 Uhr. Aber die Herrschaften haben natürlich auf uns gewartet. War kein Problem. So, hier stehen nämlich die Öffnungszeiten der Rezeption. 8 bis 18 Uhr. Ich schwenke euch mal kurz auf die Preisliste. Könnt da mal ein Standbild machen und mal gucken, ob ihr damit was anfangen könnt. Ja. Als erstes stellen wir fest, wenn wir in die Rezeption kommen, die Sachen des täglichen Bedarfs sind natürlich greifbar. Hier ist ein kleiner Kühlschrank. Da sind Getränke drin und was zu futtern. Und wer vergessen hat, sich was zu grillen mitzunehmen, überhaupt kein Ding. Auch dafür ist natürlich gesorgt. Hier in der Rezeption sind wir gestern Abend ganz nett empfangen worden. Man hat extra noch auf uns gewartet. Und jetzt hole ich mir gerade mal ein Käffchen. Gibt es hier nämlich auch. Kannst du gleich bezahlen oder auf die Rechnung kriegen. Kaffee-Vollautomat, ne? Wie zu Hause, Service, der begeistert. Da gibt es hier in der Rezeption so eine kleine Auswahl von verschiedenen Attraktionen und Sachen, die man hier in der Umgebung machen kann. So kleine Flyer, was kann man sich hier angucken? Museum waren wir schon mal, habt ihr ja gesehen. Bibliothek, Scheune,
das wilde tierische Abenteuer, also alles, was man hier so machen kann. Schön ist immer, wenn ihr euch selber mal so ein bisschen informiert, aber man kann hier auch so verschiedene Sachen erfragen. Und dann gibt es natürlich auch einen Brötchenservice. Gucke mal hier, und wenn du deine Brötchen bestellst bis 16 Uhr, dann kriegst du sie auch am nächsten Tag. Bestellt werden sie, wo war das doch? Beim Bäcker Reinhold. Beim Bäcker Reinhold. Nee, eigentlich wollte ich jetzt wissen, hier hole ich ab und den Zettel lege ich in die Kaffeeküche. Die zeige ich euch natürlich noch. Ihr habt da mal eine Stellplatzübersicht. 65 Plätze gibt es hier. Und wir stehen auf der Nummer 46. Das ist da. Und hier hinten ist schon der See, der Useriner See. Den zeige ich euch gleich mal. Im Moment ist es noch ein bisschen voll im Sanitärgebäude, deswegen fangen wir mal draußen an. Also ihr habt hier gleich hinter der Einfahrt, also da kommt ihr hoch, und hier habt ihr gleich die Möglichkeit, euer Chemieklo zu entsorgen. Schlauch zum Nachspülen, Klokassette reinkippen. Und hier daneben ist die Grauwasserentsorgung. Da mit dem Wohnmobil rüberfahren, rechts oder links, wo der Anschluss ist. Ich habe jetzt mitbekommen, bei einigen Wohnmobilen werden die Abläufe in der Mitte verbaut. Das ist dann hier ein bisschen ungünstig, weil er relativ einseitig ist. Gleich daneben ist ein Outdoor-Spülbereich mit zwei Waschbecken fürs Geschirr. Und in dem Haus, wo die Rezeption ist, ist ein zentrales Gebäude, sind auch alle anderen Sachen, die ihr braucht. Auf der einen Seite Damen-WC, da gehen wir jetzt nicht rein. Hier gibt es noch ein barrierefreies WC, und hier haben wir Waschmaschinenraum. Da stürze ich gleich mal mit euch rein. Dann könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. Und es gibt hier daneben auch einen Fernsehraum, Freizeitgestaltungszimmer oder so. Fangen wir an mit Waschmaschine. Ups. Hier steht eine Waschmaschine drin und ein Trockner. Das Ganze ist zu bemünzeln. 1- und 2-Euro Stücken. Und hier ist die Preisliste der Programme. 6 Kilo Baumwolle, 2,5 Stunden. Also eigentlich ist es eine Programmliste. Und hier steht, was du reinwerfen kannst. Die Zeit deines Waschgangs multiplizieren, die ersten 20 Minuten 1 Euro. Also ihr habt praktisch immer 1 Euro für 20 Minuten. Geh mal raus, weil hier rauscht es jetzt ein bisschen, der Trockner ist gerade aktiv. Und jetzt mal hinein in den kleinen Indoor-Freizeitbereich, der gar nicht so klein ist. Guck mal hier, ihr habt da eine schöne Couch, kann man sitzen. Da liegt ein Brettspiel. Auch hier nochmal ein Sitzbereich. Und ein riesengroßer Fernseher. Ganz gut für die EM, ne? Kann man vielleicht hier Fußball gucken mit der ganzen Throbbe. Die Kinder haben hier noch einen kleinen Spielbereich. Wenn es mal regnet, können sie sich hier zusammensetzen. Also es ist so eher für die Kleinsten. Aber die kann man dann mitnehmen, und dann sind die beschäftigt beim Fußball. Nicht schlecht. Dann gibt es hier vor der Rezeption noch so Sitzbereich. Und ich sehe hier auch zwei Grills stehen. Da steht wahrscheinlich einem gemeinsamen Grillen nichts im Wege. So, und bevor wir jetzt noch in die Sanitärbereiche reingehen, die gerade ziemlich voll sind, gehen wir mal runter zum See. Einfach mal hier den Kiesweg lang. Und dann ist dahinter eine Treppe. Ich mache mal auf dem Zwischenweg aus, um die ganzen Camper hier nicht zu filmen. Hier ist die Treppe. Die stürzen wir mal runter. Und dann zeige ich euch die Badestelle. Im Moment ist es hier ganz schön mückig, aber ist klar, wir sind am Wasser, wir sind im Wald. Und da ist er schon, der See. Guckt mal, das sieht doch gut aus.
Hier haben wir auch noch eine kleine Sitzecke. Und da hinten ist ein Kinderspielplatz. Und jetzt gehen wir mal auf den Steg. Na, zu viel versprochen? Sieht doch schön aus, oder? Karte guckt oder bei Google Maps, dann seht ihr, dass hier der Imbiss Seeblick ist. Was dem im Moment gerade widerfahren ist, weiß ich nicht. Aber er sieht nicht besonders offen aus. Im Internet stand, er ist offen, aber ist er irgendwie nicht. Schade drum, weil schöne Anlage. Guckt mal hier, schöne Terrasse, im wahrsten Sinne des Wortes auch, wirklich mit Seeblick. Ja, weiß ich nicht. Hier auf der Ecke sind mehrere Wohnmobil- und Campingplätze, Camping- und Ferienpark Havelberge. Da waren wir vor einem Jahr. Könnt ihr mal reinklicken, gibt es auch ein Video von. Nehmt euch eure Fahrräder mit. Hier kann man überall schön rumcruisen. Nach Neustrelitz sind es 11 Kilometer, Welsenberg 5,1, Groß Quassow 4,2. Und da oben geht es nach Katzburg und Zwenzow. Fritzis Kanu for You, 150 Meter von hier. Weiß ich aber nicht, ob der aktuell offen hat. Der Campingplatz liegt hier auf so einem Hügel und deswegen sind die Mülltonnen natürlich unten an der Straße angesiedelt. Klar, dass die Müllabfuhr keine Lust hat, da irgendwie hochzuklettern. Ihr habt da so eine Treppe und da kommt er runter und dann könnt ihr hier entsorgen. Hier ist eine gelbe Tonne, Papptonne und Restmüll. Und hier ist auch eine Tür. Theoretisch kann man da unten auch reinlaufen, wenn die nicht zu ist. Ja, dann habt ihr den Müllplatz auch mal gesehen und wir gehen jetzt hier mal die Treppe hoch. So, wir sind im Sanitärbereich, Urinale und WC. Sieht hier so aus. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal die Duschen dazu. Mal gucken, ob frei ist. Und los. Duschbereiche und hier wird bemünzt. Mit 50 Cent geht es, glaube ich, los. Waschbecken. Ja, und dann haben wir hier die Camperküche. Hier liegt übrigens die Liste aus für die Brötchen. Und da tragt ihr euch ein, wie ich vorhin schon erzählt habe, bis 16 Uhr. Und dann habt ihr am nächsten Morgen frische Brötchen. Hier nochmal zweimal Indoor-Spülbecken. Outdoor haben wir schon gesehen. Dann gibt es hier Induktionskochfelder. Und
Kühlschrank. Der ist jetzt gerade aus. Ich weiß nicht, ob die hier auch eine Zelterwiese haben. Jui, der ist an. Seht ihr? Hier könnt ihr eure Lebensmittel auch reinstellen. Manchmal hat man ja auf diesen Plätzen nur Eisfach für Kühlakkus. Aber hier könnt ihr auch so eure anderen Lebensmittel reinstellen, wenn es der Kühlschrank nicht macht. An unsere Mülleimer hängt Umwelt- und Klimaschutz. Denk bitte daran, wenn du hier alles entsorgst und nicht trennst. Ja gut, solche Hinweise sind ja immer nützlich. Guck mal, hier das Schild ist auch interessant. Peenewelt, Donnerstag, 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr. Hier wählt für den Grill und weitere Wildspezialitäten. Auch nicht schlecht. Ja, wir haben es uns hier gleich am zentralen Gebäude gemütlich gemacht. Und wie ihr seht, hängen schon alle faul rum. Praktisch solche Haken. Julia hat hier gleich mal unseren Basilikum als Deko draußen hingehängt. Ach, eine Sache ist noch ganz wichtig. Und zwar bekommt ihr gegen 10 Euro Pfand hier so ein Token oder Jeton oder ein Chip, Einkaufswagen-Chip. Und um in die Räume reinzukommen, also hier ist jetzt offen, aber haltet ihr das Ding einfach davor, dann macht's Piep und dann geht die Tür auf für den Duschbereich. Ja, und an jedem Platz ist eigentlich irgendwie, was heißt eigentlich, es ist Wasser und es ist Strom da. Ihr habt bei uns in dem Fall ist hier ein Wasserhahn und da ein Wasserhahn. Da steht auch dran, Trinkwasser. Dann gibt es hier noch so ein Gartenwasserding. Und die Schränke für Strom hat er jetzt zugemacht. Okay, also Steckdose ist dahinter. Ja, und dann zeige ich euch es anhand eines anderen Schrankes. Sehen alle gleich aus, 2 bis 4 Steckdosen drin, je nachdem. So, geht los. Bist du schon hungrig? Geht so. Geht so? Aber hier sind zu viele andere hungrige Mäuler. Ja, mal gucken, ob es reicht. Wir Thorsten macht schon Pilze und Brot. Ich glaube, ich habe eine Winterjacke. Es ist doch die Sonne rausgekommen gerade. Mann, es geht doch nicht. Es geht doch um die Viecherei. Sehr schön. Wird lecker. Die Sonnenbrille ist jetzt nur Tarnung, weil über uns sieht es nach Regen aus. Guckt mal. Dunkelblau der Himmel. Aber da ist schon die Sonne wieder so ein bisschen am Versuchen. Vielleicht haben wir Glück. Drückt uns mal die Daumen. Gleich gibt es den Kräuterbutter-Contest. Wer hat die beste Kräuterbutter gemacht? Mägle? Oder Butze? Die Mägle. Na, ist doch, das sind doch so eine Mägle-Baguette. Nee. Hier. Ach so. Lamanda. Lama. Oder Butze. Lamanda oder Butze. Wir machen gleich den Kräuterbutter-Contest. Ja, ich habe schon Blähungen. Und unabhängige Tester werden rangerufen zum Probieren. Bestimmt nicht. Wir sind hier noch drei Wir Tage. Teilen nicht. Das ist aber zu viel Auswahl. Man weiß ja auch nicht. Schön, wa? Hm, schön. Schön? Schön. Schön. Schön? Also, was wir nicht haben, sind Servietten. Schön. Mahlzeit. Tatsächlich nicht, ne. Ja, Osterservietten habe ich. Ist das dein Ernst? Ich habe schlechte Lowlight-Filter. Ja. Deswegen muss ich immer ein bisschen lichter machen. Ich tue so, als würde es mir nichts ausmachen. Ich tue so, als wäre das Normalste. Du kannst, ich kann nicht gelb machen. Dann so. Besser? Ist fantastisch. Das ist aber bestimmt viel besser für die Optik hier wegen ja, der. Nee, ich glaube, jetzt siehst du es erst recht. Bei gelbem Licht? Nee, glaube ich nicht. Sieht man meine Falten? Nee, seht ihr, wie faltenfrei?
Also zum Glück, also bei mir zum Beispiel sind die Falten zwischen den Pickeln überhaupt nicht zu erkennen. Also für 64 siehst du noch blendend aus. Apropos blend, du siehst blendend aus. Das ist das Schönste, was sie jetzt in mir gesagt. Ja, guck mal, ich mit meinen 70. Oh, ich bin nicht geschminkt. Ich mache jetzt wieder gelb, Weißlicht. Aber das, Weißlicht, Gelblicht ist besser. Gelblicht ist viel besser, ist viel harmonischer, sieht man viel besser aus. Also ich mache nochmal aus. Ja. Erschrecken die, wenn er switcht, dann muss er mal so... Du machst du auch mal. Also herzlich willkommen bei Juli Butz on Tour. Ja? Heute seht ihr uns. Eigentlich heißt es nicht herzlich willkommen, sondern Hi bei Juli Butz on Tour. So sag mal. Nein, aber nicht, wir sagen nicht Hi, wir sagen Hallo. Du machst das jetzt mal 1:1 auch in der Stimmlage. Hi und herzlich willkommen bei Juli Butz on Tour. Ich werde hier gerade verarscht, vor allem das Problem ist, ich overacte ja nicht. Ich sage, hi bei Juli Butz on Tour, nicht hi nee, so bei Juli Butz on Tour. Wäre aber besser, wenn du es so machen würdest. Also ich muss ein bisschen mehr overacten. Ja. Ein bisschen overacten. Okay. Hi bei Juli Butz on Tour und das ist Juli. Hi Juli, das wie ist, geht es dir? Das ist Juli Butz. Nee, nein, das ist Juli on Tour. Butz und wir sind on Tour. Du bist on Tour? Nee, du bist Butz, das ist Juli und wir sind on und Tour. Ich bin gleich auf Tour, ey. Also jetzt machen wir es so. Juli Butz on Tour. Und du fängst an. Juli Butz on Tour. Tour. Also bist du on? Ich will auch on sein. Ist on hallo, und ich Tour bin on. So, jetzt bevor er denkt, wir sind den Trunk erlegen. Outtake aus. Nee? Nee, bin zu müde und zu voll gefressen. Ja, na dann. Kurz und schmerzlos, das war's schon, Userina Mühle. Camping und mehr. Schöner kleiner Platz hier, irgendwie 46 Plätze hatte ich euch ja gezeigt und ja, schön, oder? Schön, schön ruhig, direkt am See gelegen, perfekt für Entspannung. Auf jeden Fall und Mecklenburgische Seenplatte, mehr brauchen wir nicht zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann liken, kommentieren und abonnieren und die Glocke aktivieren und dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Genauso sieht's Klaus nämlich auch und in diesem Sinne sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Juli Butz on Tour. Tschüss.